Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Jurassic Battle. Und die erste Spezies, die heute in der Arena antreten wird, das ist der Carnotaurus, und zwar zwei Exemplare davon. Und diese übernehmen Kakao Besties und Melly Cassie. Und der nächste Kontrahent für heute, das ist ein Allosaurus. Und diesen übernimmt heute Killer Dominus Rex. Und die letzte Dinosaurierart, die hier heute in der Arena antreten wird, das ist der Velociraptor, und zwar drei Stück im Rudel. Und diese werden übernommen von Anja, Survival Gamer und Chris Freuler. Und los geht das Ganze. Als allererstes gehen hier ein Kano und ein Allo aufeinander los. Das sind Kakao Besties und Killer Dominus Rex, aber die haben sich nur angebrüllt. Also es war kein richtiger Kampf. Und der Raptor hier ist auch schon irgendwie am Sprinten, aber greift auch nichts an. Also momentan scheint hier noch so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm zu sein. Die schlafen auch gerade alle, die Kandidaten. Sogar nebeneinander, die beste Freunde. Da hinten schlafen auch die Raptoren. Mal gucken, das geht hier bestimmt gleich los. Oh, jetzt rennt der Kano los. Der jagt jetzt hier einen Raptor. Aber der hat den anscheinend nur so ein bisschen verscheucht. Also die greifen auch noch nicht an. Oh, jetzt geht's los. Oben rechts sehen wir es. Der Carnotaurus kämpft jetzt gegen zwei Raptoren. Oh, er wehrt sich hier aber gut. Oh, er hat den fast aus der Arena geschleudert. Das wäre natürlich auch der Tod gewesen. Aber hier ist jemand gestorben. Sis Freuler ist gestorben durch den Kano. Und der hat auch kaum Leben verloren. Also der erste Raptor, den hat es hier schon erwischt. Und der andere ist auch lowlife. Na, daran sieht man, dass diese kleinen Fleischfresser nicht zu OP sind, weil die Dilos haben ja in der ersten Folge richtig dominiert. Aber es kann auch anders laufen. Also diesmal hat sich der Kano durchgesetzt. Aber was geht denn jetzt hier gerade ab? Oh, da wird gekämpft. Allosaurus gegen Kano. Melly gegen Killer Dominus Rex. Auch hier sind beide Blut überströmt. Aber da scheint sich der Allo durchgesetzt zu haben. Der Kano rennt auf jeden Fall weg. 59% Leben und 51%. Was hat er denn? Der läuft die ganze Zeit auf der Stelle und schreit. Ist der verbuggt? Ich hoffe nicht. Also hier vorne stärkt sich auf jeden Fall Melly Cassie. Mal gucken, ob das Leben steigt oder sinkt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Weil Melly Cassie ist auf jeden Fall verletzt und das Leben sinkt. Das ist nicht gut, also die Verletzung scheint sehr schwer zu sein. Das heißt, Melly Cassie sollte jetzt möglichst schnell einen Kampf suchen, bevor sie dann
stirbt. Aber ich weiß jetzt nicht, was mit dem anderen Kanu los ist. Oh, ich glaube, jetzt geht's hier gleich weiter. Der Kanu ist übrigens nicht mehr verbuggt, zum Glück. Der ist jetzt wieder einsatzbereit und kämpft auch direkt gegen den Allo. Sieht echt heftig aus. Oh, diesmal hat sich der Kano durchgesetzt. Interessant. 60% Leben und der Allo nur noch 45. Und der andere Kano ist hier am Schlafen. Aber der stirbt halt langsam. Der muss echt aufpassen. Der nächste Kampf beginnt. Boah. Alter. Hier ist ja richtig Action. Ich glaube, da hinten den Raptor hat es erwischt. Ich glaube, es lebt jetzt nur noch ein Raptor. Und der ist jetzt auch gestorben. Die beiden Velociraptoren sind tot und damit auch ausgeschieden. Und jetzt ist es ein 2 gegen 1. Zwei Kanos gegen ein Allo. Und ich glaube, dass Melly auch jetzt wieder gesünder ist. Also die regeneriert, glaube ich, wieder. Also die Verletzung scheint ein bisschen verheilt zu sein. Das ist sehr gut. Natürlich für den Allo nicht gut, aber für die Kanos ist es gut. Die laufen aber lang umeinander rum. Und greifen sich auch nicht an. Was war das denn jetzt? Und jetzt geht, glaube ich, der Kampf los. Das war ein harter Treffer von dem Allo. Aber der Kano wehrt sich und schlägt zurück. Oh, da ist wieder jemand verletzt. Ja, der Kano ist verletzt. Der Allo hat noch 69%. Und ist unverletzt. Also wenn jetzt hier das Leben sinkt, das ist natürlich ein Problem. Und es geht wirklich runter. Also jetzt spielt wieder die Zeit eine Rolle. Jetzt müsste eigentlich Melly Cassie möglichst schnell den Kampf suchen gegen den Allo. Und das könnte hier schon passieren. Ne, sie verscheucht den Allo nur. Kakao Besties hat nur noch 20% Gesundheit. Und geht jetzt hier wieder in den Kampf, so wie es aussieht. Das könnte natürlich tödlich enden. Spulen wir ein bisschen vor. Und damit ist Kakao Besties ausgeschieden. Beziehungsweise, er ist natürlich wieder im Finale mit dabei. Wenn dann der andere Kano das hier noch holen sollte. Aber die Chancen stehen jetzt, glaube ich, schlecht für die Kanos. Der Allo ist nämlich mittlerweile auch wieder bei 100%. Der hat gut regeneriert. Und der ist natürlich jetzt der Favorit hier. Weil die Kandidaten sind mittlerweile auch beide durstig. Also hier im roten Bereich. Das heißt, die werden dann bald auch nicht mehr regenerieren, wenn sie verletzt sind. Oh, der Kano landet hier einen guten Treffer. Der Allo ist bei 67%. Schlägt jetzt aber zurück. Und der macht gar nicht so viel Schaden. Boah. Das ist ein krasser Kampf schon wieder. 65 und 40. Oh, das hat der Kanotaurus für sich entschieden. Der Allosaurus hat jetzt auch wieder ein nicht diagnostiziertes Leiden. Und er sinkt vom Leben. Habe ich das richtig gesehen? Ja, der sinkt wirklich vom Leben. Das ist echt schlecht. Das heißt, er muss jetzt schnell den Kampf suchen, ansonsten wird er hier einfach sterben. Melly gönnt sich nochmal eine Stärkung von ihrem Teammate. Ist aber auf jeden Fall noch besser dabei, 61%. Sinkt aber auch, weil das Wasser im roten Bereich ist. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem, ne? In dieser Arena gibt es kein Wasser, sondern nur außenrum. Und das heißt, irgendwann, wenn die Zeit zu sehr vorangeschritten ist, werden die Kandidaten durstig und dann regenerieren sie nicht mehr. Oh, das wird jetzt hier das Finale aufeinandertreffen. Und der Kano bringt hier den Allo zu Boden und setzt sich durch. Damit haben die beiden Kanotaurus diese Folge für sich entschieden. Herzlichen Glückwunsch an Melly Cassie und an Kakao Besties. Ihr beide seid im Finale.
Ich würde sagen, wir gönnen jetzt nochmal Melly auf jeden Fall was zu trinken. Dafür, dass sie sich hier durchgesetzt hat. Das muss sein. Da spulen wir mal vor. Und dann würde ich sagen, Leute, das war's mit der 4. Folge von Jurassic Battle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn ihr bei der nächsten Folge mit dabei sein wollt, dann müsst ihr jetzt einmal Hashtag JB unten in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.